wenn, dann machen wir gleich was Neues. Fußballspiel, das ist auch schon ziemlich alt hergebracht und die anderen Bewerbe sind ja eher begrenzt. Und das war heute eben der erste Auftakt. Und für diesen ersten Auftakt haben sich doch sehr viele Kunden gemeldet. Dafür recht herzliches Dankeschön. Wir kommen dann zur Siegerehrung. Wir haben auch tolle Preise für euch vorbereitet. Nur 14. Zum Bewerb noch einmal. Wir wissen, dass natürlich dass der Beginn war und dass wir hier einige Verbesserungen in Zukunft durchführen werden oder werden müssen. Genau. Siegern der allgemeinen Klasse, erster mit 342 Punkte, ist die FF St. Margareten. Zweiter mit 331 Punkten ist die FF Labuch. Yeah! Einer Feier, die nun hier dieser kleinen, aber erhaltungswürdigen Gedenkstätte oder Kapelle gilt. Und der wir uns nun hier versammelt haben, bei sie einen Gottesdienst zu feiern. Und dazu begrüßen wir Sie, liebe Gäste, auch auf das Herzlichste. Ich mache das vorweg im Pauschale, die Feinheiten wird dann unser Ortskommandant nachholen und heißen euch auch aus nah und fern herzlich willkommen hier in Sulz. Kurz zur Kapelle. Sie wurde von einem der Vorbesitzer namens Johann und Elisabeth Wagner in ihren Besitzjahren zwischen 1855 und 1870 erbaut. Das eigentliche Erbauungsjahr und deren Grund lässt sich aber bis heute nicht eruieren. So möchte ich anstelle über die Erhaltung und was auch mit ein Grund sein soll, kurz ein paar Worte mit einer lebendigen Geschichte mit verbinden. Ich glaube, unsere Generation, und ich muss mich hier auf so ungefähr meinen Alter beschränken, haben es ja auch noch nicht vergessen, dass wir damals in der Kriegszeit noch in den Kinderschuhen unsere Väter nach der Einberufung zum Bahnhof begleitet haben, um dort lebewohl zu sagen, um dort unbewusst von dessen, was geschah, den letzten warmen Händedruck zu verspüren, im Vorhinein ein Dankeschön dann noch Vietnam Pfarrer, der dann in der Folge die Segnung dieser Kapelle vornehmen wird. Und nun bitte ich unseren Ortskommandanten Hans Redeburg. Mit was kommst du daher? Ja, ich bin mit meinem kleinen Auto gekommen. Aber es ist gegangen. Ja, sechs Jahre eigenes Auto, das ist tatlos. Also du, ich wünsche dir noch einen guten Verlauf hier in Sulz von zum Fest. Und leider, Lenz, leider Gott, also die Nitschinger Feuerwehr ist noch derzeit die weitest entfernteste, aber das Gewicht ist schon überboten worden. Mein Beileid, Lenz, aber kann man nichts machen. Also ja, bitte Applaus, was ist los? Schwerster Feuerwehrmann. Wann's geht? Wie heißt du? Karl, Sepp, Fritz? Franz. Der Franz. Franz, wann's geht, kannst du vielleicht durch die Reihen marschieren, dass die vielleicht unsere Gäste da besonders anschauen da und die Flamme in Erinnerung halten, gell? Also ich danke dir, dass du erschienen bist bei uns und wünsche dir einen weiteren guten Festverlauf, gell? Okay.
Amerika braucht haben.